Hallihallo, eine weitere Episode meines Java Tutorials. In dieser Episode geht es um sogenannte Threads. Zunächst mal, ich werde auf dieses Thema, das ist eigentlich ein viel größeres Thema, als man es in einer Episode durchkauen könnte, werde ich nur mal oberflächlich drauf eingehen. Also ich werde euch zeigen, was das ist und wie man es macht und so weiter, aber ich werde auf einige Teilgebiete dieser Threads erst in späteren Tutorials eingehen. Warum mache ich das so? Ich will recht bald jetzt endlich mit der GUI-Entwicklung anfangen, also der Entwicklung von grafischen Benutzeroberflächen, wie zum Beispiel ein Fenster, wo ein Knopf drauf ist, ein Texteingabefeld und so weiter, dass wir eben nicht mehr an diese Konsole gebunden sind. Und um da eben wirklich alles verstehen zu können, braucht man ein bisschen Verständnis von diesen Threads, ja. Ich baue das natürlich in späteren Episoden dann noch weiter aus, dieses Threads. Aber zunächst mal einfach zu den Basics sozusagen. Also, zunächst mal, was sind Threads überhaupt? Threads sind eine Möglichkeit in eigentlich allen Programmiersprachen, wo einen Grundsatz von dem, was wir bisher gelernt haben, wieder zerstört, aber dadurch vollkommen neue Möglichkeiten uns liefert. Und zwar gucken wir mal an, wie sind unsere Programme bisher geschrieben worden. Naja, wir haben eine Main-Methode gemacht. Da haben wir dann einfach irgendwelche Abläufe gemacht. Wir sind ab und zu auch mal in irgendwelche anderen Methoden reingesprungen, haben die auch von oben nach unten durchgearbeitet, sind dann wieder zurück in der Main gewesen, hat da einfach irgendwelche Sachen abgearbeitet von oben nach unten. Und am Ende war er dann eben hier an der Klammer und war dann fertig. Das Programm war beendet. Dieser Grundsatz, dass man von oben nach unten eben durchgeht sozusagen, wird jetzt von den Threads überholt. Also das gibt es jetzt nicht mehr. Wir können uns das so vorstellen, ein Thread ist eine neue Main-Methode, die nebenher, also der Thread läuft neben der ursprünglichen Main-Methode nebenher. So könnte man sich das vorstellen, also gleichzeitig. Beide arbeiten irgendwas ab, und ja, arbeiten halt. Der Unterschied zu einem Thread und der normalen Main-Methode ist ausschließlich der, dass in der Main-Methode gestartet wird. Aber in der Main-Methode können wir dann neue Threads anlegen. Das hat den großen Vorteil, also der mit Abstand größte ist die Performance. Ihr habt bestimmt schon mal irgendwas von Multicore und sowas gehört oder mehrere Kerne in eurer CPU. Da spricht man dann von Dual-Core, Quad-Core. Ich habe jetzt auch einen 6-Kerne, Hex-Core oder so heißt der. Oder nee, Hex ist 8, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich 8 Kerne, das ist noch nicht so weit verbreitet, aber es gibt es auch. Und der große Vorteil ist eben, dass ein Thread immer von einem Core nur berechnet werden kann. Und unsere Main-Methode, also alle Programme, die wir bisher geschrieben haben, haben nur einen Thread gehabt. Und das ist jetzt das Problem eben, dass da unheimlich viel Rechenpower, die der Rechner eigentlich hätte, nicht genutzt werden. Und deswegen ist es eben deutlich besser, das mit Multithreading zu machen, vor allem bei Spieleentwicklung, wenn man dann, stellen wir uns mal vor, da wird im Hintergrund irgendwas geladen, dann kann das in andere Cores ausgelegt werden, ohne dass das Spiel jetzt laggt oder so. Übrigens keine Angst, also wenn ihr jetzt mit Multithreading anfangt und dann aber sicherstellen wollt, dass es eben auf nahezu jedem System funktioniert, dann müsst ihr euch keine Sorgen darum machen, wenn jetzt das Programm auf einem System läuft, was nur einen Core hat, also ein älteres System, dann funktioniert es immer noch. Also das macht Java dann intern richtig gut. Also da ist dann zwar kein Leistungszuwachs oder so, also ist kein Performance, die ist nicht besser geworden in irgendeiner Hinsicht, aber also es funktioniert trotzdem immer noch bei demjenigen, wo wir das machen. Naja, langes drumherum reden, machen wir uns einfach mal einen Thread. Dazu machen wir uns eine neue Klasse. Und die nennen wir zum Beispiel unser Thread. So, und in diesem unser Thread müssen wir jetzt ein Interface implementieren. Das ist bei jedem
Thread auf jeden Fall müssen wir das machen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, da können wir von einer anderen Klasse erben. Die zeige ich euch aber nicht, die ist nicht so schön, denn wenn wir jetzt von einer Klasse hier erben würden, dann hätten wir keine Möglichkeit, von einer eigenen Klasse nochmal was zu erben oder sonst irgendwas da zu machen, wo wir eben von eigenen Sachen erben oder von irgendwas anderem erben wollen. Und bei Interfaces können wir beliebig viele reinhauen. Deswegen zeige ich euch nur diese Variante mit dem Interface. Implements runnable. Genauso. Und dann sehen wir direkt, dass wir eine Methode implementieren müssen. Und zwar die Run-Methode. Diese Run-Methode können wir uns jetzt so vorstellen, ups, als unsere neue Main-Methode. Also wir hatten hier immer die Main-Methode und hier haben wir jetzt die neue Main-Methode. Das ist die Main-Methode unseres Threads. Machen wir hier einfach mal ein paar Schleifen in Schleifen, also dass da einfach gearbeitet wird irgendwas. Es werden Schleifen und Schleifen und Schleifen abgearbeitet, dass eben möglichst viel Rechenleistung eigentlich nötig wäre. Und machen wir hier einfach mal for int i gleich 0, i kleiner 100 und i plus, so, i plus plus, ganz normale Vorschleife kennen wir bereits. Und in diese Vorschleife legen wir jetzt noch eine Vorschleife, int k gleich 0 und k kleiner als 5 Millionen. Das habe ich im Vorfeld schon mal ein bisschen ausprobiert. Das ist eine Zahl, die bei meinem System ganz gut funktioniert. Warum werdet ihr gleich sehen? Und dann k++. Und hier lassen wir einfach mal irgendeine Variable hochzählen. Long l ist gleich 0. Und die lassen wir hier in jedem Durchlauf einfach einmal hochzählen. Und dann geben wir hier noch aus sysout berechne. Und dann geben wir noch i aus und noch ein Prozent dahinter. Ups, ich habe jetzt hier so. Und da ist natürlich immer noch ein Plus zu wenig so. Auf die Art und Weise sehen wir einfach auf der Konsole schon, ah ja, er hat jetzt so und so viel Prozent abgearbeitet, weil er hier eben 100 Mal in diese Vorschleife reinspringt und deswegen können wir hier ganz gut sehen, das i entspricht im Prinzip so und so viel Prozent haben wir bis jetzt. Und am Ende geben wir noch ein einfach aus fertig. So. Und schon ist unser Thread im Prinzip fertig. Jetzt müssen wir den nur noch starten. Dafür müssen wir erstmal eine Instanz unserer Klasse machen. Das geht ganz normal. Unser Thread, das nenne ich jetzt mal T, ist gleich new unser Thread. So. Und dann müssen wir diesen Thread jetzt noch starten. Das geht über eine vorgefertigte Klasse. Die gibt es also in Java schon. Das müssen wir uns keine Sorgen darum machen, dass wir die jetzt irgendwie implementieren müssen. Wir brauchen auf jeden Fall aber halt ein Objekt davon. Und das heißt Thread. Und das nennen wir jetzt mal x ist gleich new Thread. So. Und wir können hier bereits irgendeine Klasse oder eine Instanz übergeben, nicht eine Klasse, eine Instanz, die eben erbt von Runnable oder das implementiert. So. Und dann können wir sagen x.start. So, auf die Art und Weise wird jetzt dieser Thread gestartet und läuft dann eben diese Run-Methode durch. So, führen wir mal aus. Und wir sehen hier, er hat schön gerechnet, berechne, berechne, berechne. Es ging jetzt fast ein bisschen zu schnell. Machen wir mal 10 Millionen. So. Und er rechnet schön und ist dann auch fertig. Messen wir jetzt einfach mal noch ein bisschen, wie lange das gedauert hat. Machen wir einfach long Anfang ist gleich System.currentTimeMillis. Auf die Art und Weise haben wir eben am Anfang die Zeit. Und dann machen wir noch ein Long Ende ist gleich System.currentTime. Auf die Art und Weise haben wir auch die Systemzeit am Ende. Und da können wir jetzt eben die Differenz berechnen. Long Diff ist gleich Ende minus Anfang. Und dadurch haben wir eben sysout die Zeit, die benötigt wurde. Und die geben wir hier einfach noch aus. Und starten den Thread nochmal.
und sehen jetzt hier, das hat 1039 Millisekunden gebraucht, also ungefähr eine Sekunde. Wenn wir jetzt aber mehrere Threads starten würden, also wenn wir da jetzt einen zweiten Thread noch starten würden, dann könnten wir jetzt eigentlich davon ausgehen, dass es jetzt 2 Sekunden dauert. Und genau da liegt die Stärke von Threads. Nein, es dauert nicht 2 Sekunden. Im Optimalfall dauert es genau gleich lang wie bei einem Thread. Das ist in der Praxis allerdings häufig nicht der Fall, also ein bisschen länger dauert es trotzdem. Aber wir haben auf jeden Fall einen extremen Performance-Vorteil. Starten wir den jetzt einfach mal, keine Ahnung, for int i gleich 0 und i kleiner 6. Ich habe 6 Cores, deswegen starte ich den jetzt 6 Mal. Und da i++. Und dann kopieren wir den ganzen Quatsch da einfach mal rein. So. Und starten es jetzt nochmal. Jetzt starten 6 Mal, also 6 Mal läuft dieser Vorgang parallel. Die sehen sich zwar gegenseitig nicht, ja, aber er läuft parallel ab. Und wenn wir das jetzt mal starten, so, dann sehen wir, tada, es dauert hier, also der längste hat 1325 Millisekunden gedauert. Hier gibt es auch noch einige, die sind vorher fertig geworden. Das ist ein bisschen zufällig. Also da haben wir leider keinen Einfluss drauf, wieso die jetzt früher fertig geworden sind. Also die sind früher fertig geworden, weil es die CPU einfach so geregelt hat. Warum gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ist halt so. Wir haben da auch keinen Einfluss oder so drauf. Aber es dauert auf jeden Fall nicht 6 Mal so lang, wie es eigentlich ursprünglich angenommen wurde, sondern eben nur ein bisschen länger. Wenn ich jetzt aber mehr mache, als ich Cores habe, dann dauert es tatsächlich länger. Also zum Beispiel 12, dann dauert es tatsächlich doppelt so lang. Und das kann ich jetzt auch noch beliebig hoch machen. Das wird dann eben immer länger, sobald ich meine Maximalanzahl meiner Cores erreicht habe. Noch eine kleine Sache wäre zu sagen, und zwar eigentlich sieht es ja hier so aus, als müsste das Programm sofort wieder beendet werden. Also der geht hier in eine Vorschleife, macht da ein paar Threads, kommt dann ans Ende und ist aus der Main draußen. Und so ist es tatsächlich aus. Auch unser Main-Thread dauert nur sehr, sehr kurz und beendet sich dann auch selbst wieder. Also der Main-Thread existiert nur sehr, sehr kurz in diesem Beispiel. Er ist trotzdem am Anfang vorhanden und wird dann eben beendet. Aber ein Programm, also unser Programm, beendet sich erst dann wirklich selbst, wenn alle Threads beendet sind. Also bisher hatten wir nur immer einen Thread und deswegen war unser Programm vorbei, wenn er am Ende von der Main angekommen ist. Hier ist es jetzt eben nicht mehr so. Gut, das war es jetzt zu dieser Episode. Ich hoffe, es hat wieder gefallen und ihr habt die Threads verstanden. Ja, bis zum nächsten Mal.